Leute, hier ist wieder euer Sebastian, euer GamerNeighbor mit einer weiteren Folge Let's Play Dead by Daylight. Aber ich bin nicht alleine, zu den Überlebenden gehört natürlich der Wödern. Oh Gott, hallo. Das war zwar nicht, aber da war. Dann haben wir noch den Baron. Guten Tag. Und zu guter Letzt, wie ein gereifter Wein, der Olli. Servus. Und wir sind jetzt hier gerade schon direkt am Losrennen, gar nicht viel am irgendwas machen, denn es ist jetzt, das Spiel hat jetzt die Möglichkeit, endlich als Vierer Überlebensgruppe einen Killer zu finden. Das heißt, wir vier sind jetzt alle Überlebende und haben die Aufgabe, vor einem Random Killer zu entkommen. Und ich bin gerade auch schon beim ersten. Das ist der Unsichtbare. Unsichtbare. Das hat man am Anfang schon gehört. Tue ich nicht. Ich Idiot, hab den. Verfolgt mich auch gerade. Hab den Ton zu leise, glaube ich. Gott, Alter, ey. Ich finde das Balancing mit Ton und das Shit. Vom TS ist auch echt schwer hier. Der ist bei mir. Ja, er hat mich getroffen. Scheiße. Ah, wir werden so sterben alle, ey. Das erste Mal, dass wir zusammen spielen gegen einen Killer, der wahrscheinlich, keine Ahnung, Level 50 ist oder so, oder dieses Spiel halt schon die ganze Zeit gezockt hat. Ich muss mich erstmal auf dieser Map hier wieder zurechtfinden. Oh, ich mich auch, ey. Ich habe noch gar nichts gefunden. Oh, der ist hinter mir her. Dann renn ich. Lauf. Ich höre ihn gerade. Ah, verdammt, ich bin am Boden. Oh, du bist ganz in meiner Nähe hier. Scheiße. So, vielleicht mit Rettungsaktion beginnen. Foxtrot, Alpha, Beta. Ja. Ich hatte den Generator. Ich hatte den Generator schon so zwei Drittel. Doch, endlich. Der trägt mich runter. Ich hab's kurz pochen bei mir in der Nähe gehört. Ja, ich höre es auch die ganze Zeit. Ja, ich häng unten im Keller. Oh, das ist mies. Im Keller, Alter. Scheiße. Das ist mies. Ja, da gibt's nur einen Eingang. Ja. Ich glaub, das ist vorbei. Okay, ich höre es aber pochen. Ich ja, auch. Er kommt hoch. Also wer zum Keller gehen will, kann es versuchen. Jetzt ist es wieder weg, das Pochen. Jetzt geht er wahrscheinlich wieder in Richtung Keller. Ja, jetzt ist es wieder bei mir. Er scheint wahrscheinlich irgendwo oben rumzulaufen. Der ist gerade wieder unten gewesen. Und jetzt macht er sich unsichtbar. Das heißt, jetzt kann einer reingehen und den holen, weil unsichtbar kann er in der Zeit nichts machen, wenn einer in der Nähe ist. Ja. Ich werde es mit dem Fluchtversuch versuchen. Scheiße. Oh fuck. Okay, geht in den Keller, rettet ihn. Ich bin am Struggle. Er kommt immer wieder runter. Er kommt immer wieder runter, okay. Ne, bei mir ist das Ding gerade hier explodiert. Ich hab gedacht, der kommt jetzt vielleicht zu mir. Der hat dich schon mit Absicht da runter geschleppt, ja. Oh, er ist schlauer Bursche. Ja, weil du halt da echt wenig Chancen hast, ne? Ja, dann. Oh, der ist hinter mir her. Hinter dir her, okay, ich versuch's. Ja. Ich glaube aber nicht, dass ich den schon zum Baron so schnell komme, oder? Ich renne jetzt auch dahin. Ich hab den Generator fertig. Oh, ich glaube, das wird um Millimeter zu eng werden. Okay, er ist hinter mir. Okay, nein. Ich bin tot. Scheiße. Ich bin tot. Ah, scheiße. Verdammt. War echt zu knapp, ey. Millimeter. Fuck, der ist hier bei mir irgendwo. Aber ich glaube, ich bin ihm einigermaßen entkommen. Er ist bei mir. Oh fuck, ich bin ihm direkt in die Arme gelaufen. Ihr seid beide hier in meiner Nähe, ne? Weiß es nicht. Du bist nämlich gerade. Ja, auf jeden Fall ist der Killer wieder in der Nähe der Hütte, wo er unten aufgespießt worden ist. Okay, ich konnte nicht kommen. Erstmal. Oh Mann. Im Schrottplatzbereich, da habe ich einen Generator schon angefangen gehabt. Ah! Fuck! Lauf, Olli. Oh mein Gott! Ich höre das Herz klopfen, ey, aber ich weiß nicht, wo der ist, Alter. Der ist an der Hütte. So, ich habe zwei Generatoren schon fertig. Jetzt liege ich am Boden, ey. Ist er bei dir in der Nähe? Ja, der nimmt mich jetzt hoch. Ah, fuck! Der ist aber noch unsichtbar, der rennt weg. Ja. Nee, der ist nicht unsichtbar. Also. Ja, ich sehe ihn, ich sehe es. Bei mir ist der unsichtbar. Also. Nee, ich kann ihn sehen. Wenn er dich jetzt aufhebt, kann er ja eh. Dann wiggeln wir halt ein bisschen. Oh, komisch, wo er dich hinbringt. Fuck. Oh, da, direkt bei mir hier. Ja. Der kommt zu dir, demjenigen, der da beim Generator steht. Geht er dahin? Sag mal, wenn er da weiter ist. Du musst mir sofort sagen, ob er zurückkommt. Der ist bei mir. Okay. Der kommt in deine Richtung, Basti. Ja, ich seh's. Nee, er rennt weg. Jetzt. Nee, der kommt.
Er hat mich gesehen. Er hat dich gesehen, ja. Scheiße. Fuck. Ja, scheiße, das war's. Oh Mann, ey. Ey, nein, renn doch nicht hier hin. Ja, was soll ich machen? Scheiße. Ah, fuck. Dieses Struggle bringt aber... Ah, doch, das ist... Oh. Geil, danke. Oh Mann, oh, jetzt, nice, jetzt müssen wir bloß noch wegkommen, ey. Ja. No. Ein Generator fehlt noch. Ich weiß halt nicht. Ah, ich glaube, er ist nicht hinter mir her. Ah, er ist hinter mir her. Fuck! Er ist immer noch hinter dem Olli her, ja. Ich würde dann versuchen, irgendeinen anzumachen. Ich versuch's hier. Ich mach dem jetzt sein Leben so schwer wie möglich. Ja, mach mal. Ja. Vorsicht, der kommt. Achso. Ja. Hinten ist ein Generator. Scheiße! Und da hängt er wieder. Ja, bei mir wird. Ja, und jetzt bin ich gleich tot. Ja. Geil! Aber danke, hat kurz geklappt. Würde, ja. Ich werde wohl vielleicht gleich einen Generator haben. Ja, ich finde gerade keinen. Ja, versuch vielleicht einen Ausgang sogar zu finden. Der Ausgang ist hier, genau bei mir. Einer, ja, dann zumindest. Dann bleib schon mal da in der Nähe, ich glaube, ich werde es schaffen. Okay. Ja, er hat es fast geschafft. Krass, da kriegen wir jetzt echt Punkte. Ja, auch wenn du jetzt gestorben bist, also Punkte bekommst, ja, du auf jeden Fall. So, du kannst jetzt bereit. Ich bin am Schalter. Scheiße. Verdammt. Bleib trotzdem da, wenn es einer muss überleben. Halt. Er kommt bei dir. Nein, komm, ne Millimeter, er ist direkt bei mir. Jetzt, ja, ich hab's gemacht. Jetzt ist offen, ne? Nice. Wenzens du, einer muss. Und ja, hau ab, ohne Chance. Keine Hero-Spiele, einfach abhauen. Okay. Wenn Würde dann raus ist, dann kannst du den Fluchtversuch probieren. Und, ja, ja. Soll ich dich echt nicht holen? Nein, lass, wenn es eingeht. So, Tor ist auf. Ja, geh. Okay. Entweder werde ich es jetzt durchs... Ja, der bleibt doch beim Basti die ganze Zeit. Ja, du hast es verdient. Naja, ich bin weg. Ach, scheiße. Ja, da wollte ich doch keinen Kampf mehr machen für. Immerhin bist du entkommen. Ja, immerhin einer. Das wäre das Ziel im Grunde, nicht komplett alle drauf zu gehen. Ach, du bist schon raus. Geil. Ja. Ja, leider, dass ich es halt am Ende verkackt habe und dadurch meine Position verraten habe. Ist ja nicht so schlimm. Ey, war aber echt auf einen Millimeter. Der war, glaube ich, unsichtbar, musste gezwungenweise neben mir stehen, weil ich habe sein roten Sichtfeld direkt auf mir gesehen, aber er hat einfach nichts gemacht. Bei mir war das voll verbuggt. Könnt ihr auf der Aufnahme nachgucken. Bei mir wurde der halt die ganze Zeit als unsichtbar angeguckt. So, was er angezeigt hat. 7505 Blutpunkte. Nice. So Leute, das war's auf jeden Fall mit der Folge Dead by Daylight. Wir hoffen natürlich wieder, dass es euch gefallen hat. Und somit schaut dann auch nächstes Mal wieder rein, wenn wir mal wieder zusammen zocken. Dead by Daylight. Haut rein. Tschüss.